السلام عليكم. Waalaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Na, wie geht's dir? Gott segne dich auch. Danke. Was möchtest du uns denn mitteilen? Ich will nur, dass du diese Ex-Muslim wegmachst und schreibst Christ. Jetzt was? Ich will, dass du diese Ex-Muslim wegmachst und Christ schreibst. Du willst, dass ich das wegmache? Jetzt lasse ich das erst recht ab, weil du sagst, dass du was willst. Nein, Bruder, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, danke, bei dir. Super, Bruder, wir haben den Monat Ramadan, wunderschön, am Fasten. Ich habe jetzt, glaube ich, schon fast die Hälfte hinter mir. Gestern Ja. hatten wir einen wunderschönen Tag in der Moschee mit dem Imam, der hat so Gab es den schön Ramadan gemacht. vor dem Islam oder ist das mit dem Islam gekommen? Nochmal? Gab es den Ramadan schon vorher oder ist das mit dem Islam gekommen? Nee, nee, die Christen und Juden mussten auch schon fasten. Ja. Warum sagen dann die Muslime immer, als Mohammed dann von Allah den Islam bekam, war das eine der fünf Säulen des Islams, Fasten? Weil Mohammed das vorher nicht Nee, gekannt nee, im hat. Koran, nee, nee, im Koran steht auch schon, und wir haben euch die Schrift geschickt, wie wir die Leuten vor euch die Schrift geschickt haben, und wir haben das Fasten den Leuten vor euch vorgeschrieben, wie wir sie euch auch vorgeschrieben haben. Also es steht schon drin, dass Allah das auch den Christen und den Juden vorgeschrieben hat, Bruder. Ja. Bei Und uns ist halt. kennst du dich aus mit der Geschichte des Islams, wie die so entstanden ist, was dem Mohammed da in der Höhle passiert ist? Ich kenne die Geschichte, ja. So einfach mal unvoreingenommen, wenn du das so liest, wie wirkt das auf dich, dass so ein Engelsgestalt da in die Höhle kommt und den Mohammed zu Tode wirkt? Also auf mich jetzt wirkte sie damals, wo ich noch jünger war und ich sie gehört habe, wirkte sie erstmal nur interessant. Wenig später habe ich sie dann gefühlt und gespürt, und heute sage ich zu dir ehrlich, anders kann Gott nicht an die Menschen rankommen. Also so schön, wie er Gabriel heruntergesandt hat, der mit Mohammed sallallahu alaihi wasallam geredet hat und Mohammed ihn erstmal nicht sehen konnte und gesagt hat, Iqra, das heißt lies, und du weißt, wie wichtig das Lesen heutzutage ist, was wir auch gar Ja. nicht mehr machen. Man muss auch, ich habe auch zum Aber ist das Beispiel. nicht, Johnny, ist das nicht komisch, dass dieser Engel den Mohammed so dreimal dazu auffordert zu lesen und er sagt die ganze Zeit, ich kann nicht lesen. Anstatt er beim ersten Mal schon aufhört, macht er die ganze Zeit weiter. Ist das nicht ein bisschen bekloppt? Das ist interessant, weil der war ein Analphabet. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm sozusagen dieses Wissen gegeben. Ja. Er war ein Analphabet, Bruder. Mohammed sallallahu alaihi wasallam konnte Was weder soll er denn lesen dann, noch Johnny, was soll er schreiben. denn dann lesen, wenn er Analphabet ist? Ja, damit, also dahinter steckt ja auch eine, weißt du, wenn du verstehst, steckt ja was dahinter auch zu verstehen. Dass ein krass gelehrter, belesener Mensch nicht besser ist als ein unbelesener Mensch, weißt du? Ja, aber du siehst ja, dass beispielsweise wir in der Bibel Oder lesen, ganz kurz, dass er lass mich dir mal ein paar Sachen fragen, weil Bruder, ich sag dir ehrlich, Warte mal, Joni, warte mal, lass uns Christentum, mal kurz Christen, darauf fokussieren. Joni, lass uns mal ganz kurz kurz, darauf fokussieren. Christentum, Bruder, Du ist nicht siehst ja. vollkommen. Ganz einfach. Jesus, a.s. war da. Isa, a.s. war da, den gab's, er hat Menschen wieder sehen lassen, die Bibel gibt's, und ohne die Bibel geht der Koran nicht auf. Ohne Isa seine Geschichte geht der Koran und der ganze Ja, aber Islam nicht ist auf. das nicht derselbe Jesus aus dem Koran, aus der Bibel, das weißt du doch. Ja, die Bibel gab es, Isa gab es auch, aber Bruder, das ist nicht vollkommen. Gott hat nicht entschieden, dass Jesus der letzte Prophet ist. War es einfach nicht. Es war Aber einfach, der es ist Jesus nicht die ist letzte ein Prophet, Überlieferung, Bruder. Leonie. Aber Bruder, ganz kurz, darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja. Guck mal, ich liebe alle Menschen liebe ich, und jeder hat seine Religion und so. Aber Bruder, wie Wie kannst konntest du du denn eine alle Religion? Menschen lieben, obwohl dein Gott sagt, ich liebe nicht alle Menschen? Doch, doch, im Islam sagt man, im Koran gibt es auch die Sure Lekum Dinukum Uliye Din. Du hast deinen Glauben, ich habe Das meinen hat nichts Glauben. mit Liebe zu tun. Das hat nichts mit Doch, Liebe doch, zu tun, das hat, Johnny. Das doch, weißt doch, du. das Allah hat mit sagt in einer, Sure Al-Imran, Ayat ganz kurz, 32, ich liebe die Ungläubigen nicht. Wie kannst du alle Menschen lieben, Johnny? das hat mit einer Liebe zu tun, Bruder, die spirituell ist, die mit Respekt zu tun hat Spirituell? und nicht mit, Allah legt und nicht. jede Liebesform von Ungläubigen ab. Aber ganz kurz, darf ich dir kurz was fragen, Bruder?
Ja. konntest du eine Religion verlassen, wo du Moses, David, Gabriel, Michael, Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, wo du alle Propheten bis zurück zu Adam hast und dann in eine Religion reingehen, wo du nur Jesus hast und auch noch einen Menschen als Gott bezeichnest? Guck mal, Nein, ich mein probiere, Lieber, guck mal zum du bringst da was Beispiel. ganz durcheinander, mein Lieber. Du bringst was ganz durcheinander, was Gravierendes durcheinander. Die Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament ist ein in sich perfektes Zahnrad, das in sich hineingreift. Einer hat geschrieben, wir glauben an Barello. Astagfirullah. Leute, hört mal auf, wir reden gerade hier ernsthaft. Joni. Erzähl mal. Ja, also du weißt ja, das Alte Testament und das Neue Testament ist ein in sich perfektes, greifendes Zahnrad. Das Alte Testament kann nicht ohne das Neue Testament und das Neue Testament nicht ohne das Alte Testament. Das Alte Testament ist eine Ankündigung und das ist eine Prophetie auf Gott selber, dass er Mensch wird. Du musst dich damit auseinandersetzen, Joni. Du musst das Alte Testament lesen. Wir haben beispielsweise im Jesaja 9,5, Jesaja 53, Jesaja 43, Jesaja 44,6 und Micha 5, Joel 3. Was ist da? Sacharja 12, 10. Wir haben die ganze Tanach der Propheten ist voll von den Prophezeiungen durch die Propheten, dass Gott sich selber ankündigt, Mensch zu werden. Und er wurde Mensch. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Joni, ganz einfach. Wer ist Al-Nur, Joni? Joni, Sag's mir. wer ist laut islamischer Terminologie bzw. Theologie Al-Nur? Sag's mir, Bruder, ich bin unwissend, sag's mir. Nein, du bist Wissen, das weißt du auf jeden Fall. Einer der 99 Namen Allahs ist Al-Nur, das Licht. Und kein normalsterblicher Mensch oder Prophet auf der gesamten Erde darf sich einfach sagen, ich bin das Licht der Welt, richtig, Joni? So, warum sagt der Jesus Christus, ich bin das Licht, ich bin Al-Nur? Weil Macht er Allah sich ihn hier zu Gott? herabgesandt hat, auch als Warner. Er ist Nein. nur ein Warner. Er ist nicht Nein, Gott, mein Joni, Bruder. Er ist nur ein konzentrier Warner. dich. Er ist nur ein Warner, Bruder. Er wurde auch nur gesandt zu uns. Seine Geschichte ist vielleicht interessant, wie Gott ihn herabgesandt hat, aber alle Propheten sind gleich. Warum gibst du einem Menschen so einen krassen hohen Wert? Lass doch Allah Ich Allah gebe, sein. Lass er doch gibt den sich doch Schöpfer selber, alleine. Joni, er gibt sich doch selber diesen Wert. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ana huwa tariq wa haq wa hayat. Weißt du, was das heißt, Joni? Ja, was heißt das? Das heißt, auf Arabisch habe ich das auch gerade zitiert. Wer ist der Weg? Ja, ich bin der Weg und ich bin die Reue und dies und das, Bruder. Nein, Vergiss wer ist nicht. al-Haq? Joni, wer ist al-Haq? Wer Al-Haq ist? Du sagst jetzt, meinst du, du zählst jetzt die 99 Namen von Allah auf, oder wie? Sehr gut, sehr gut. Wer kann, darf sich ein sterbliches Wesen oder ein Prophet die Wahrheit nennen? Al-Haq? Bruder, mich haben so viele Leute gewarnt, mit dir reinzugehen, aber so viele gelehrte Leute. Jetzt verstehe ich, was die meinen. Nein, Bruder, ich sag dir ehrlich, hiermit beweise ich dir auch, dass, glaub, wie du willst, Achi, Bruder oder nicht Bruder, oder egal wie du es nehmen willst, glaub, wie du willst, aber ich finde einfach den Christentum an sich so interessant, Bruder. Ich habe die Bibeln gelesen, die Psalmen und das Alte Testament zu 100% stimmt da ein Großteil davon. Aber bis zum Tod von Isa, bis zum Tod von Jesus, a.s. Salam, und die, die noch Jesus gefolgt sind, alle diese Christen werden wir inshallah im Himmel treffen. Aber alles, was danach passiert ist mit den 12 Jüngern und umgeschrieben und Martin Ja. Luther und christkatholisch und evangelisch und hier und da und dort und mit. Joni, Bruder, auf mit Quatsch, das Gotteslästerung, auf damit, benimm dich. wo Mohammed Sallallahu gestorben ist, weißt du, was die Menschen, weißt du, was gewisse Menschen gemacht haben? Gewisse Menschen sind durchgedreht, bis Abu Bakr gesagt hat, wer an Mohammed Sallallahu geglaubt hat, er ist tot. Wer aber an Allah glaubt, er lebt. Und bei Jesus war es das Gleiche. Mensch, Jesus! Die Leute haben geschrien, die Juden sind Joni, rumgerannt. Ja, Habibi, bitte. weißt du, wie Mohammed gestorben ist? Ist dir das schon mal bewusst? Hast du das schon mal auseinandergesetzt damit? Ganz kurz, Bruder, Mohammed wurde sogar gefragt, willst du jetzt, dass deine Zeit kommt? Willst du jetzt gehen? Der wurde sogar gefragt. Er wurde von Allah gefragt. Er hat gesagt, weißt du was, lieber Allah, nimm mich jetzt.
besser für mich. Aber krass, aber ganz kurz, wie hast du geswitcht? Ich will diesen Switch verstehen. Wie kamst du darauf, auf einmal Christ zu werden? Weil, Bruder, Christen, da kommt die Nukumuledin, super Menschen. Ich habe so viele Christen, die ich kenne. Am Ende rechnet Gott mit einem ab, nicht ich. Ich bin ein stinknormaler Mensch, der auf Okay, dieser Erde lebt. Joni, du zitierst gerade Surat Al-Kafir und die Sure 109. Und da heißt es für euch eure Religion, für mich meine Religion. Ihr dient nicht dem, ich diene, und ich diene nicht dem, ihr dient. Für euch eure Religion, für mich meine Religion. Wie kann Alter, es sein, dass in Maschallah, der Surat kann den Koran auswendig. Al-Kafir, Joni, wie kann es sein, dass in Surat Al-Tauba, Sure 9, Vers 29 steht, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben? Was denn gibt's jetzt? Ist es jetzt egal, ob du das glaubst, an was du willst, und ich glaube, an was ich will, oder soll ich dich bekämpfen, bis jeder an Allah glaubt? Nein, Bruder, also bei uns im Islam, in den 64 Jahren des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat er vielleicht allerhöchstens 2 Monate gekämpft, und in den 2 Monaten hat er sich nur verteidigt. Weil die Leute haben ihn beschmissen, die Leute haben ihn beleidigt, Johnny. die Leute haben ihn Johnny. der musste von Mekka zu Medina abhauen. Lass mich doch kurz erzählen. Und er wurde nur beleidigt. Er hat in seinen ganzen Jahren, wo er, ich glaube, ich weiß nicht, er wurde ja mit 40 ungefähr Prophet. Ich will nicht lügen, Allahu a'lam. Aber er hat in seinen ganzen Jahren 2 Monate kämpfen müssen und sich eigentlich nicht kämpfen müssen, sondern sich wehren müssen. Worauf die Kreuzzüge, Bruder, Jahrzehnten gingen. Die Kreuzzüge, und die Menschen zogen über die Welt bis zu Heridas und irgendwelche. Astaghfirullah, ich will keine. Jetzt, nein, nein, aber ich bitte Johnny, dich, hör auf, ich bitte diese dich, mein Bruder. Glaubenssache, Nein, hör guck auf. mal, ich bitte dich, mein Bruder, ich bitte dich, mein Bruder. Mein Bruder, ich weiß, dass du tief in dir innen drin noch den Islam besitzt. Komm und kehre zurück zu dem wahren Schöpfer. Komm und kehre und sag, Allah ist der Größte. Hör auf, einen Menschen als Gott zu sehen. Jesus war nur ein Johnny. Mensch. Ich kann doch nicht ein Gott folgen, der sagt, dass die Frauen Spermien haben, dass aus ihren Rippen rauskommt, in Sure 86, Vers 6 bis 7. Was ist das bitte? Oder ich weiß, was du meinst, dass man manche Sachen in der heutigen Welt nicht so richtig verstehen kann mit der heutigen. Jetzt kommst du leise rüber, Johnny. Jetzt hörst du mich wieder? Hallo? Warte kurz, hörst du mich? Man hört dich so leise. Könnt ihr ihn hören? Ich höre den nicht mehr so gut. Jetzt hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Also, warum haben wir eigentlich. Jetzt ist wieder, ja, jetzt. Warum haben mir so viele Brüder gesagt, geh nicht live mit ihm? Warum? Erklär mich mal auf, warum? Ja, weil ich natürlich sehr viele Sachen hier in den Raum schmeiße, die ultra heftig für Muslime sind, weil die sich dann auseinandersetzen und eventuell auch vom Glauben abfallen, ne? Aber du hast doch gesagt, Astaghfirullah, was im Koran steht, die Sure. Damit hast du doch das Recht, alles sagen zu können, was du willst, und am Ende holst du dir deine Strafe oder deine Belohnung bei Gott ab. Nein, das Aber stimmt warum nicht. Wir wurde haben ich doch. gewarnt? Warum haben mir die Brüder gesagt, Yasin, pass auf, geh nicht mit dem live, der Typ ist verrückt. Der Typ ist verrückt, Yasin, mach das nicht, tut es dir nicht an. Und weißt du was? Ich habe zu denen gesagt, ich gehe jetzt rüber, und glaub mir, in 1 Stunde wird er wieder Muslim. Nein, ich kehre nie wieder um. Ich kann doch nie an einen Gott glauben, der einfach behauptet, dass man kleine Kinder heiraten darf in Sure 65, Vers 4. Das ist Quatsch. Das ist ja wahnsinnig. Aber glaubst du, brauchst du Gott oder braucht Gott dich? Was denkst du? Ich brauche Gott, und ich habe ihn gefunden in Jesus Christus. Und das empfehle ich dir auch, Joni. Denn wir sollten einem Sündlosen folgen, richtig? Einen, der nie auch nur einmal in seinem Leben gelogen hat, ne? Wen willst du denn zum Vorbild nehmen? Einen Sünder oder einen Sündlosen, Joni? Warte mal kurz, jetzt sehe ich dich besser. Ja. Jetzt sehe ich dich besser, jetzt mache ich meine Dauer mit dir. Allahu Yasin, Akbar! Habib. Du Habibi, bist ich bin. Tunzi, ja? Du bist Tunzi, ja? Nee, ich bin marokkanischer Schwabe. Ja, das reicht mir langsam mit dem, du bist Tunsi, du bist Marokkaner. Wir sind alle Deutsche mittlerweile. Das Ja, gibt's deine gar nicht Wurzeln sind aber aus Tunesien, Mann. mehr. Ach so, meine Wurzeln sind aus Marokko, aber Tunesien und Marokkanisch ist das Gleiche. Algerisch, Tunesisch, Marokkanisch ist wie Österreicherisch, Deutsch und Berlinerisch. Aber jetzt pass Ja, aber auf. trotzdem,
Ja, aber trotzdem hassen die sich alle gegenseitig. Marokkaner hassen die Algerier, Algerier hassen die Dings und alles. Mein ex-muslimischer Bruder, kehre zum Glauben und erlerne das Gebet. Du weißt doch, mein Bruder, tief im Inneren, warum sollte ich zum Christentum rüberwaschen, wenn ich den Jesus im Islam habe als Prophet? Nein, er ist kein Prophet, Joni. Er ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde, um für unsere Sünden zu bezahlen. Der Allah nimmt uns unseren Erlöser weg und macht das Kreuzeswerk zunichte. Er sagt in einem Vers, das 600 Jahre später gekommen ist, in Sura An-Nisa, Aja 157, sie haben ihn weder gekreuzigt, noch er ist er gestorben. Es erschien ihm nur vielmehr so. Wer kann das heißt, an so einen Gott glauben, der 600 Jahre später kam, Joni? Okay, aber dann willst du mir sagen, dass Hitler, Pharao und die ganzen bösen Menschen, dass Jesus für die ihre Sünden gebüßt hat, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich will doch, dass Hitler bestraft wird für seine Taten. Joni, du kannst doch nicht einfach hingehen, einfach die gesamte halbe Menschheit ausrotten und sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben und jetzt bin ich gerettet. Was ist das für ein Quatsch, Mann? Das heißt, wenn ich jetzt... Astaghfirullah, ich will gar nicht mal daran denken, aber lassen wir mal den Verstand des Menschen. Astaghfirullah, a'udhu billahi, lieber Allah, ich weiß, dass du einzig bist und dass ich dir nie in meinem Leben und bis zum Tod niemanden beigebracht habe. Aber ich versuche jetzt nur diesen Menschen zu verstehen, der mir jetzt gerade sagt, dass wenn ich an einem Menschen, den sie Gott nennen, glaube, dass er dann für mich meine Strafe büßt. Also dann kann ich ja mein Leben lang bestrafen, dann kann ich ja mein Leben lang Scheiße bauen, weil der Jesus will es für mich einfach übernehmen, oder wie soll ich verstehen? Du wärst aus Gnade heraus, weil der Herr Jesus Christus dir Gnade gegeben hat, Gnade geschenkt hat, wirst du versuchen, ein sehr, sehr heiliges Leben zu führen. Dein altes Leben ist Vergangenheit, dein neues Leben wird beginnen, Joni. Du wirst also ein ganz anderes Bewusstsein zur Sünde bekommen. Früher war es mir alles egal, was ich gemacht habe. Jetzt kriege ich volles Übelstechen. Warum war das dir früh egal? Bitte? Warum war das dir früh egal? Ja, weil ich noch nicht mit Jesus war, weil meine Augen noch nicht geöffnet waren. Nur Jesus Christus kann dir die Augen öffnen und dann wirst du sehen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, Vers 12. So ist das, Joni. Wenn du die Wahrheit erkennen willst, die Wahrheit hat einen Namen und sein Name ist Jesus Christus. Die Wahrheit hat einen Namen und die Wahrheit ist Allah, der einzige Schöpfer, der die ganze Menschheit geschaffen hat. Aber Allah kann, weißt du nicht mal, Joni, das musst du dir mal reinziehen. Der Allah, der glaubt, dass die Christen glauben, dass Gott mit einer Frau intim werden musste, damit Jesus geboren wird. Und das kannst du lesen. Nein. Beruhig dich ganz kurz, Joni, ganz kurz. Guck mal hier, ganz kurz. Hätte die Waage unseres Lebens nicht eine Schale von Vernunft, um eine andere von Sinnlichkeit aufzuwiegen, so würde unser Blut und die Bösartigkeit unserer Triebe uns zu den ausschweifendsten Verkehrtheiten führen. Und deswegen halte ich von dem, was du gerade sagst, nichts so viel. Okay, das Evangelium, 50% davon, die Evangelien. Die Bibel gab's. Ich als Muslime sagte ja, die Bibel gab's. Jesus gab's. Den hat Gott herabgesandt, aber nur als Warner, als Prophet. Ich bitte dich, lieber Ex-Muslim, warum gibst du Jesus so eine Position und tust Gott etwas beigesellen und machst die größte? Er gibt sich selber die Position. Er sagt in Johannes 8, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Weißt du, was er damit sagt, lieber Joni, Yassin? Er sagt damit, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, aus dem Alten Testament, der Name Gottes, 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14, werdet ihr in euren Sünden sterben. Genau wie du und die gesamte Menschheit, die nicht daran glauben. Okay, dann so ist pass das auf, auch. Pass auf. Du warst ja Muslim und bist jetzt Christ geworden, oder? Ja. Also erwarte ich dich im nächsten Jahr als Jude? Auf keinen Fall. Ich kann nicht Jude werden. Als Jude kann man nur geboren werden. Erwarte ich dich nächstes Jahr als Jude? Und gehörst du 2025 Joni, zum Islam zurück? Sagte, guck mal hier, Sure 6, Vers 101. Leute, hört euch das bitte an, was Allah hier sagt. Schöpfer der Himmel und Erde, wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hat, wo er alles erschuf und alle Dinge weiß? Wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hat? Yassin, er sagt nichts anderes als, hey, ihr dummen Christen, wie sollte ich denn einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Also Allah, ist es nicht möglich, ohne so eine Gefährtin einen Sohn zu haben. Guck dir das an. Das ist also, ein Mensch, das Wenn ich dir kurz was... Das ist nicht das direkte Wort Gottes, denn hör mal zu, so müsste sich anhören, wenn Allah spricht.
Schöpfer der Himmel und Erde, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Wer spricht hier? Schöpfer der Himmel und Erde, wie sollte er einen Sohn haben? Allah sagt von sich selbst aus er. Joni, dieses Buch ist, ich sage dir, sobald man sich intensiv mit dem Islam beschäftigt, du wirst abfallen vom Glauben, glaub es mir. Astaghfirullah. Ich sage Also, dir, was ist dafür, Astaghfirullah? nein, nein, das, was du verstehen musst, ist, dass der Judentum und der Nein, Christentum. sag nicht mit Judentum und dies und das. Du hast noch Warte doch niemals das kurz, Alte jetzt lass Testament mich doch mal bitte gelesen. ausreden. Du redest aus und du lässt mich nicht ausreden. Bitte. Judentum und Christentum sind Menschen der Schrift. Gott hat denen eine Schrift herabgesandt, die Bibel und die Tora, sowie auch das Talmud, runterkam. Ich dachte immer, dass Buddhisten oder so kompliziert sind, aber ich glaube, du bist komplizierter als Buddhisten oder so. Warum machst du dir das Leben so kompliziert, mein Bruder? Es Warum ist machst ganz du dir das einfach. Leben so kompliziert? Es ist ganz einfach, Joni. Du musst eine Entscheidung treffen. Entweder für den Die lebendigen Sohn Gottes. Entscheidung ist, es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Haufen Propheten, die herabgesandt worden sind, um dir den Weg zu leiten, aber du bist davon abgekommen. Du bist davon abgekommen. Du gehst in die Kirche und singst Laudato si, hey, Onior Signore, Laudato si, hey, Onior Signore. Lieber Schöpfer, die Himmel Joni. und die Sterne. Guck mal, ich Joni. liebe. Okay, es tut mir Joni, leid, das stell dir ist. mal Es vor, tut Joni, stell dir mal vor, ich würde mich jetzt auch so lustig machen. Ey, du gehst in die Moschee und machst, Audhubillah minasheitanirrajim, Das bist machst du doch du? so oder so. Das machst du doch so oder so die ganze Ja, Zeit. aber stell dir mal vor, ich würde das jetzt auch so machen, wie du das jetzt so darstellst. Okay, wie betest du eigentlich im Christentum? Erzähl mal, wie gehst du da? Erzähl mal jetzt nur von dir, Ich wie bete betest du? direkt zu meinem Herrn Jesus Christus, denn da ist Gott der Allmächtige, der meine Gebete hören kann. Aber wie machst du das? Jetzt stellst du dich hin und sagst, lieber Nein. Jesus, ich möchte, dass du meine Familie heilst. Ich möchte, dass du dies und dies und so machst du das dann? Sehr gut, das ist schon mal ein guter Anfang. Du hast gerade den Herrn Jesus Christus angebetet. Wundervoll. Okay, und wie sehr nimmst du das, also wie sehr nimmst du dich ernst dabei, während du da sitzt und keine richtige Struktur hast, kein Teamwork, einfach nur alleine für den Chef, zu irgendeinem, keine Ahnung, was du meinst. Also Jesus gibt's bei uns im Islam, den gibt's, das ist ein Prophet, das ist eine Sure im Joni, Koran. du bist voll Einfach. verwirrt, Mann. Du musst mal all deine Gedanken mal ein bisschen fassen. Bro, 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 bro. Ich Bro. sag dir doch, ich sag dir doch. Du musst mich nicht aufklären, du musst mir nur sagen, was dein Gefühl ist. Weil zum Beispiel gestern war ich in der Moschee und der Imam hat eine Sure und die in der Sure kam am Ende, sagt er, oh Herr, die Suhuf Ibrahim wa Musa. Und da kam auf einmal in der Sure Abraham und Moses dran. Und dann dachte ich mir, guck mal, Mashallah, was für ein Glauben. Ich habe alle Propheten, ich habe Mikael, ich habe Gabriel. Dann treffe ich mich mit Christen. Michael ist kein Prophet, Michael ist ein Engelmann. Ja, ich hab Engel und Propheten. Mikael und Gabriel sind Engel, nicht Propheten. Verdreh Der nicht Leute mein sagt, Wort, dass verdammte Propheten. Scheiße. Verdreh nicht mein Wort. Du verdrehst gerade mein Wort. Verstehst du? Du verdrehst gerade mein Wort. Verstehst du? Hör auf, mein Wort zu verdrehen. Mikael und Gabriel. Ich habe die alle im Islam. Die existieren alle im Islam. Und dann denke ich mir, warum machst du es dir so schwer und gehst und nimmst eine Religion, wo du nur einen Propheten Jesus hast und nur Joni, ihn. Joni, Joni. Guck mal, stell dir mal vor, es gibt in der Sure 33, Vers 50 den Vers. Allah macht sich Gedanken um die sexuelle Lust seines Propheten. Kannst du dir das vorstellen? Ah, Bruder, du bist ganz gefährlich in deiner Art, wie du Sachen beschreibst und wie du. Das ist ganz gefährlich. Ja. Stell dir mal vor, kannst du dir vorstellen, wieder zurück zu deinen Roots zurückzugehen, zu dem wahren Glauben? Kannst du es dir vorstellen? Wenn du einmal den Herrn Jesus Christus kennengelernt hast, diese Liebe von ihm und sein Leben studiert hast, ich sage dir, du kehrst nie wieder zurück zu irgendetwas anderem, sondern hältst dich ganz fest an seine Hand. Ganz fest, Joni. Das heißt, trinkst du auch gerne mal, du trinkst. Jesus Christus ist das schönste Vorbild, was ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Jemand, der nicht Frauen vergewaltigt hat. Jemand, der nicht Kriege geführt hat. Jemand, der nicht irgendwie Menschen die Hände und Füße abgeschnitten hat. Der vergeben hat. Der die schönsten Botschaften gebracht hat, der Nächstenliebe gepredigt hat. Kannst du das auch von Mohammed behaupten? Okay, was erzählst du über die Kreuzzüge? Hat das der Herr Jesus Christus befohlen?
was heißt Jesus Christus? Waren die Christen, die durch die Welt gereist sind, die ganz Afrika aus ganz Afrika Frankreich gemacht haben und bis heute Amerika die ganze Welt auseinandernimmt. Das waren doch Christen, das sind doch alle Christen, das sind doch alle, das sind doch alle Christen, mein Bruder. Das sind doch alle Jonny, Christen. haben die alle auf Jesus Christus gehört oder auf ihre eigenen Gelüste? Hat der Jesus Christus gesagt, ihr sollt in Länder marschieren und die Leute auseinandernehmen? Deswegen sage ich dir doch, der Christentum ist nicht vollkommen, wo der Zeit von Jesus, jeder Vollkommen. Christ, der in der Zeit von Jesus gelebt hat, Paradies, da gibt es keine Diskussion. Aber alles, was danach, also Allahu a'lam, kann ja auch sein, dass du recht hast, Allahu a'lam, nur Gott weiß, aber Du weißt alles doch, dass der Christliche Jesus danach. Christus Gewaltlosigkeit gepredigt hat. Die Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 43. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne seid eures Vaters im Himmel. Wie kannst du da sagen, dass die Leute losgezogen sind und andere Menschen ermordet haben? Waren das Christen? Ich sage einfach nur, la hawla wa la quwwata illa La billahi haula al-aliyyil wa azim. la quwwata illa billah. Ich würde, A'udhu ich würde, billah. ich muss, ich muss, ich, also ich muss gleich beten gehen, aber ich würde gerne noch eine Sure für euch alle lesen, in der Hoffnung, dass wir uns trotzdem irgendwie in der Mitte treffen. Jorni, der Koran sagt, dass die Erde flach ist. Glaubst du da dran? Ich möchte dir nur eine Sure vorlesen und dann sehen wir uns vielleicht später in einer größeren Diskussion oder können auch einen Podcast daraus machen. Kann ich meine Sure vorlesen, dann gehe ich. Ja, aber ich möchte nicht, dass du den Koran hier rezitierst, ey. Ach komm schon, eine Ja, Sure. komm. Starajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Und merk das dir, Bruder. Merk das dir, mein Bruder. Ja. Merk das dir. Merk dir Ja. diese Suche. Merk dir diese Suche. Du hast den wahren Glauben, wo du Du hast richtig den mit der wahren Stirn, Glauben verleugnet. mit Du der glaubst an einen Stirn auf Gott. dem Boden. Du bist bei Allah. Du bist bei Ah, Allah, siehst du, der siehst unfähigste du, Gott, den siehst du, der Busse. wahre Glauben hält dich runtergefallen. Der Siehst du, hat einfach seine Schriften den Leuten anvertraut in seiner siehst du, Allwissenheit. der wahre Glauben. Hey, wir sehen uns nachher. Ich muss wirklich in die Moschee, ich muss beten. Aber an alle Leute hier, an alle Christen, glaubt an das, was ihr glauben wollt. Und der Ex-Muslim soll auch an das glauben, was er will. Allah subhanahu wa ta'ala wird niemand von euch irgendwie zwingen, solange ihr lebt, solange ihr atmet. Er hat euch den freien Willen gegeben. Den haben nicht mal die Engel und den haben Nein, nicht mal die nein, Engel haben den freien Willen. wir leben hier auf Ganz Allahs kurz, ganz Erde, kurz. sagen die Gelehrten. Ganz Wenn wir kurz, nicht lass mich doch nur. kurz reden, lass mich doch kurz reden. Ich arbeite, weißt du, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit jedem zusammengearbeitet, mit Juden, mit Christen, mit Atheisten, egal wie ihr seid. Ihr seid am Ende Menschen und solange wir leben, dürfen wir auch euch und darf man auch uns gegenseitig und euch kein Unrecht tun. Danke für die Warum sagt der Unterhaltung, mein Koran denn, Bruder. dass man uns Danke. Schutzgeld erpressen soll? Jizya Danke. bezahlen? Was ist das bitte, Joni? Danke dir für die Unterhaltung. Es war interessant, Merkst du nicht, aber was du gerade machst? Was machst du da? Bei dir Das brauche ich nur einen entscheidet Imam. Bei Religion, dir brauche ich, bei dir, wenn du willst, ich habe einen Imam, der hat die Bibel und den Koran durchgelesen und der weiß genau, wie er gegen dich argumentieren kann, weil Joni. ich will dich nur überzeugen vom Glauben und das ist, glaube ich, ein bisschen schwacher, weil anscheinend bist du ja belesen, aber ich wünsche dir in deinem Weg nur das Ich Beste. wünsche dir aber alles Kehr Gute, zurück Joni. zu Allah! Komm zurück zu dem Schöpfer! Komm zurück! Wir warten dich! Joni, Komm mach mal zurück! einmal. Joni, mach mal einmal deine Stimme, diese Schauspielerei, mach mal einmal. Ja, hör zu, das ist keine Schauspielerei. Ich meine das wirklich ernst. Hätte die Nein, Waage unseres. ich meine diesen Kokain-Boss, den du da spielst. Ich weiß, verdammte Scheiße. Hör auf, wir sind gerade am Fasten, Johnny. Hey, wir hören uns nach. Ich muss beten. Ciao, ciao. Das war der Jonny, der macht so voll die guten, der ist so ein Stimmimitator oder was macht der? Der macht so voll die heftigsten Faxereien, ey. Mir einige Sachen von dem mal angeguckt, ey. Ganz lustiger Kerl, aber seht ihr, ganz liebevoller, liberaler Typ, der eigentlich ja nur denkt so, dass der Islam so voll die schöne Religion ist und das hat alles nichts mit Islam zu tun, mit dem Töten und Unterdrücken von Christen, Juden und alle Andersgläubigen. Das ist das Problem.